Hallo und herzlich willkommen zu Mass Effect 2. Es ist ein bisschen ziemlich spät jetzt, dass ich wieder mal was aufnehme, weil ich habe mal die anderen drei Parts wieder hochgeladen. Also wird das für die Mission jetzt Jacks Mission sein, also die Loyalität von Jack. Und da müssen wir uns sehr, sehr eine schwere Entscheidung machen. Wird er schon jetzt wissen. Es ist schwierig. Hier habe ich schon das neue Outfit von Miranda. Einen schwarzen Lederstil. Husten. Verzeihung. Also ich schätze mal, wir könnten Garrus nehmen, weil Garrus hat noch nicht die Loyalität. Und dann ist es wichtig. Nein, danke. Das ist nicht so. Oha, da haben wir aber sehr viel bei ihr hier vergessen. Das ist ja interessant. Tu mal hier das machen, ziehen. Dann diesen Mist und Spirit Zero. So. Damit kann sie bessere Wappenmunition, das ist interessant. Gruppenmitglied nicht loyal. Das kann man dann erst freischalten, wenn wir die Loyalität freigeschaltet haben von ihr. So, dann holen wir uns mal. Sie hat eine Schrotflinte, das ist auch gut. Ich konnte seit Gott sei Dank, dass wir bei großen Einheiten nicht so das Problem gehabt hatten. Deswegen bleibe ich jetzt mal auf dem Granatwerfer zu, weil der ist am wichtigsten bei dieser Mission. Los geht's. Ich hatte vergessen, wie sehr ich diesen Ort hasse. Sehen Sie den Landeplatz? Er muss auf dem Dach sein, sonst würde die Vegetation ihn in wenigen Stunden überwuchern. Shepard, ich fange überall thermische Signaturen auf, nur nicht in Ihrer Landezone. Etwas stört die Sensoren. Es war eine geheime Cerberus-Anlage. Ja, sie haben alles so gebaut, dass es ewig hält. Arschlöcher! Es war ein Fehler, hierher zurückzukommen, Shepard. Reißen Sie sich zusammen. Kommt schon alles in Ordnung. Mir geht's gut. Okay, gehen wir runter. Und es regnet, verdammt. Da haben wir Vorbildspunkte bekommen. Das ist Bragia. Dafür haben wir einen Codex, neuen Codex. Wo ist es? Bragia, hier ist es. Das war mal früher einer der Cerberus-Dinger gewesen. Und das zeigt immer noch die zwei an. Ich möchte nicht. Lassen Sie uns einfach reingehen und die Bombe in meiner Zelle legen. Ich will das alles hier in Flammen sehen. Wupp. Meine Güte, sei doch mal still. Nichts, nur bloß ein verschlossener Terminal. Diesen Raum nie gesehen. In diesen Containern müssen sie die Leipziger hergebracht haben. Sie waren fertig und kurz vorm Verhungern. Aber am Leben. Meistens. Das ist unfassbar. Ja, unfassbar ist das für dich, wa? WTF? Wo zur Hölle kann ich das finden, wenn man sowas findet? Ein Hacking-Terminal zum Hacken. Naja, gibt uns ein bisschen mehr Zeit als ich jetzt ausschalten. Die Anlage ist anscheinend abtrünnig geworden. Er hat nicht gesagt, was sie vor dem Unbekannten verbergen. So, ich schätze mal, ich sichere mal die Brandmunition, weil ich erinnere mich, dass ich in diesen Raum geflogen bin.
Kampf. Durch die Spalten in der Decke konnte ich das Sonnenlicht sehen. Zwischen mir und der Freiheit stand nur ein halbtoter Wachmann. Er hat um sein Leben gebettelt. Ich weiß, warum ich die Musik ein bisschen hier leise gemacht habe, wegen der Urheberrechtsansprüche. Weil YouTube denkt hier, ich tue das hier mit Musik machen. Das mache ich nicht. Ich glaube, jetzt kommen hier ein paar Warren an. Ja, da sind sie. So, das hatte ich gewusst, dass das der Warren sind. Alter Blutfleck. Das sieht aus wie eine Arena. Stimmt. Sie haben hier Kämpfe organisiert. Ich gegen andere Kinder. Ich fand's toll. Bin ja sonst nie aus meiner Zelle rausgekommen. Was wollten Sie denn herausfinden? Keinen Schimmer. Vielleicht hat es Ihnen einen Kick gegeben. Ich habe nie etwas von dem verstanden, was hier abgelaufen ist. Wie oft haben die das gemacht? Ich war mein ganzes Leben lang in einer Zelle. Manchmal haben sie mich rausgeholt und mich kämpfen lassen. Mich mit Drogen vollgepumpt. Andere Sachen mit mir angestellt. Zeit vergeht in einer Zelle ganz anders. Sind andere Kinder bei diesen Kämpfen gestorben? Ich war selbst ein Kind und stand unter Drogen. Wenn ich gezögert habe, wurden mir Elektroschocks verpasst. Durch meine Venen flossen Drogen, als ich angegriffen habe. Was zum Teufel war nur los mit diesen Leuten? Ich weiß nicht. Ist jetzt auch egal. Wurden Sie wirklich belohnt, wenn Sie angegriffen haben? Ich habe bei jedem Kampf noch heute dieses warme Gefühl. Gehen wir weiter. Ja, verdammt. Okay, man hat es gehört. Sie hat die Leute hier von Cerberus hatten sie Drogen genommen, damit sie irgendwie wissen, hier unter Drogen stande. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll, dann. Hätte sie nicht gemacht, dann hätten sie ständig mit Elektroschocks das Wiedervergewaltigung. Mal sehen. Sicherheitsoffizier Semkel, Anlage Teltin. Die Subjekte sind aus ihren Zellen entkommen und zerlegen alles. Subjekt Zero wird entkommen. Ich brauche die Genehmigung zur Terminierung. Ich wiederhole, Genehmigung zur Terminierung. Alle Subjekte außer Zero sind entbehrlich. Halten Sie Jack am Leben. Verstanden. Ich beginne mit... So war's nicht. Ich bin ausgebrochen, als meine Wachen verschwunden sind. Ich habe den Aufstand ausgelöst. Vermutlich ist einiges passiert, das Sie gar nicht mitbekommen haben. Die anderen Kinder haben mich angegriffen, die Wachen haben mich angegriffen, die automatischen Systeme haben mich angegriffen. Da bleibt nicht viel Raum für Interpretationen. Ja, das ist halt so gewesen. Ich wollte ja sagen, dass... Also unter Drogenstand und so weiter. Dieser Ort sollte eigentlich verlassen sein. Wer zum Teufel hat den Varen erschossen? Er ist noch frisch. Bloodpacks vielleicht. Wo war ich stehen geblieben? Ich hack erstmal, dann kann ich mit euch reden. So, wie auch immer. Oh, hier, Element Zero, das ist gut. Verzeihung. Wie ich gesagt habe, hätte sie nicht angegriffen, wäre sie elektrisiert. Das wäre in Sache Vergewaltigung und ein bisschen leichter Mord gewesen. Aber sie hatten sie irgendwie am Leben gelassen. Ich weiß auch nicht warum. Wir wurden entdeckt. Bloodpacks. Jetzt habe ich mich selbst geblendet. Und tschüss.
kleine Anlage. Ich würde sagen, ein kranker Mistkerl hat bei diesen Experimenten viele Kinder getötet und dann seine Arbeit überprüft. Blödsinn. Mir ging's am schlechtesten und ich bin lebend rausgekommen. Glaub ich, dass die beiden dann miteinander reden? Das ist ja Wahnsinn. Wieder was, ein Terminal zum Hacken. Das sieht gut aus. Nein, falsches Ding. Kurz wissen. War da auch irgendwas gewesen, oder? Nee, das war bloß die Tür. Okay. Dann ist hier sonst nichts Besonderes, ein bisschen eine Tür zum Umgehen, die wir hacken müssen. Und meine Güte, sind das viele. Zum Türen knacken. Ach, wo ich die Demo-Version gezockt habe, und da war das Spiel für mich blind, also total blind. Aber davor, wo ich schon seltsam, wieder hier zu sein. Ich bin stinksauer. Ein saugefährliches Miststück. Gleichzeitig bin ich auch ein kleines Mädchen. Scheiße, es ist so kompliziert. Legen wir einfach die Bombe. Bist du fertig mit Quatschen, danke. Wo ich das Spiel gespielt habe, also die Demo-Version, war das erstmal für mich blind. Hatte ich mal einen Charakter erstellt, der hieß John Shepard. Aber dann habe ich mir das Spiel geholt, weil das mir gefallen hat. Und naja. Sie haben uns gesehen. Hoppla. Und jetzt werden wir schon wieder hier angegriffen. Ich glaub's nicht, mit der Kyro-Waffe sind die sehr effektiv bei den Blood Packs. Als mit der Brandmunition. Also mit Kyro-Munition meinte ich jetzt, Entschuldigung, nicht mit der Brandmunition. Weil die Brandmunition ist zwar auch gut, aber Also ich muss jetzt mal zur Information euch sagen, wer durch diesen Raum durchquert, kommen 2 bis 3 Warrens, kommt drauf an, welche Schwierigkeit ihr spielt. Und ich durchsuche jetzt mal hier das ganze Zimmer, weil ich will hier nichts alles vergessen. Sie haben hier Kinder aufwachsen lassen? Aha, Platin, das brauchen wir nicht, aber dafür haben wir 3000 gratis bekommen. Ist doch gut so. Ist nichts. Hier ist nichts. Okay, dann weiter. Der Medizinskit ist gut. Das ist ein halbdurchlässiger Spiegel. Meine Zelle ist auf der anderen Seite. Ich konnte die anderen Kinder hier draußen sehen. Ich habe sie stundenlang angeschrien. Aber sie haben mich immer ignoriert. Erstmal ein Medizinskit mitnehmen. Oh, wir haben schon 7! Wow! Das ist interessant. 7 Stück! Hier ist was mit. Ich muss bei meinem Ausbruch durchgekommen sein. Aber ich erinnere mich nicht daran. Munition für schwere Waffen. Eintrag 1054, Anlage Tertin. Die letzte Versuchsreihe von Perk Nim war ein Misserfolg. Subjekte 1, 4 und 6 verstorben. Keine biotische Veränderung bei den Überlebenden. Wir haben die Kerntemperatur der überlebenden Subjekte reduziert, aber es gab keine relevanten biotischen Reaktionen. Alle Subjekte sind daran gestorben. Wir werden das also bei Zero nicht versuchen. Hoffentlich ist unser Vorrat an potenziell biotischen Subjekten groß genug. Wir verbrauchen sie ziemlich schnell. Das ist Quatsch. Wir haben doch nicht Experimente an anderen Kindern durchgeführt, damit mir nichts passiert. Sie können nichts dafür, was die den anderen angetan haben.
Sie kapieren es nicht, Shepard. Ich habe diesen Ort überlebt, weil ich härter war als die anderen. Das macht mich aus. Das alles wird sie härter und stärker machen. Zwei Vorbildspunkte, das ist interessant. Um Forschungsterminal zum Haken, das ist interessant, das brauche ich. Das ist wichtig für unsere Kollektorenmission. Ja. Wo zur Hölle ist das bitte schön? Das ist wertvoll. Biotischer Schaden erhalten, ne? Das ist gut. Alles ist verloren. Die Subjekte sind wild geworden und Zero ist frei. Wir schotten Telten ab. Es ist eine Katastrophe. Wir werden das Ascension-Programm der Allianz infiltrieren und uns ranhängen. Dadurch wird hoffentlich... Wir sind... Zero, warten Sie! Shepard, Sie haben irgendwo anders wieder angefangen. Ascension ist ein Programm der Allianz. Eine Schule für biotische Kinder. Dort werden keine Kinder gefoltert. Vieles hier ist anders, als ich es im Gedächtnis habe. Es war damals sehr viel los. Ich war dumm. Jetzt halte ich meine Augen offen und schieße immer zuerst. Wir nähern uns meiner Zelle, dem Ort, wo ich herkomme. Gehen wir weiter. Boah, Alter, das ist krass. Das ist wirklich krass. Sowas ist echter Hammer, dass man hier sehr viele Vorbildspunkte bekommt. Und naja, dann gehen wir mal zu der Tür, in dem es keine Rückkehr geht. Los geht's. Ah, Bloodpacks. Hey, Irish, ihr Kurat. Ja, die Eindringlinge sind hier. Wenn wir sie umnieten sollen, müssen wir über Kohle reden. Sie haben uns jede Menge Plündergut versprochen. Aber hier gibt es noch Müll. Also schön, wir schalten sie auf. Danach komme ich zu Ihnen und wir reden über die Bezahlung. Was machen Sie hier? Erstmal legen wir sie um, dann sehen wir weiter. Sie sind direkt vor uns! Bloodpacks arbeiten mit den Kroganern zusammen. Unglaublich. Wow, Flammenwerfer vor The Rim. Wow, hat der aber einen Schaden, ey. Der macht einen derbe Schaden. Die eingefroren. Ihr seid alle nutzlos. Wow, 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 wow. Der setzt seine Fähigkeiten aber sehr gut ein, ne? Oh, ist geblendet. Und unten bleiben. Alter. Eingefroren. So. Der einzig verbliebene Raum ist meine alte Zelle. Wer immer dieser Irish ist, dort muss er sein. Ich will die Bombe sowieso dort platzieren. Dann kann ich es gleich auf seiner Leiche tun. Ah, ein Container. Sehr gut. Wir haben ein bisschen an Credits gesammelt. So
Kurz Moment. So. Rauskommen. Wir wissen, dass Sie da sind. Wer sind Sie? Mein Name ist Arash und Sie brechen in mein Zuhause ein. Ich kenne Sie, Subjekt Zero. So viele Jahre sind vergangen und ich dachte, ich wäre der einzige Überlebende. Mein Name ist Jack. Woher zum Teufel kennen Sie mich? Wir alle kannten Ihr Gesicht, Jack. Sie haben uns Schreckliches angetan, damit Ihre Experimente Sie nicht töten würden. Sie waren die Frage und ich habe darauf immer noch keine Antwort. Sie sind wohl nicht die Einzige, die es hierher zurückgezogen hat, Jack. Ich wollte alles vergessen. Aber ein Ort wie dieser, der vergisst einen nicht. Er folgt einem überall hin. Ich habe die Söldner angeheuert und kam dann vor etwa einem Sonnenjahr zurück. Wir setzen die Anlage Stück für Stück wieder instand. Ich werde herausfinden, was sie wussten. Wie man das wahre biotische Potenzial in den Menschen weckt. Ich nehme die Anlage Teltin wieder in Betrieb. Sie wird wunderschön. Ich wollte ein Loch im Boden. Und er will das Geschehene rechtfertigen, indem er die Anlage benutzt? Sie machen dasselbe mit neuen Kindern? Wurde Ihnen das nicht auch aufgezwungen? Einige wurden von armen Familien auf der Erde gekauft oder aus den Kolonien entführt. Die meisten kamen auf dem gleichen Weg hierher wie ich. Batarianische Piraten. Sie haben uns schreckliche Dinge angetan. Dafür müssen Sie gute Gründe gehabt haben. Kein Grund ist gut genug. Sind Sie verrückt? Sie haben es doch durchlebt. Dieser Ort war das reinste Gefängnis. Wie sind Sie rausgekommen? Als Sie uns eines Tages zum Labor brachten, haben wir alle gleichzeitig angegriffen. Sie hätten uns besiegt, aber dann ist Jack freigekommen. Als ich wieder zu mir kam, war alles vorbei. Alle Wachen, Wissenschaftler und Kinder waren tot. Und Sie waren fort. Ich habe das alles gestoppt. Vielleicht ging es den anderen dadurch schlecht, aber was sie tun, ist einfach nur krank. Alles, was wir durchgemacht haben, muss doch irgendeinen Sinn bekommen. Wir können das alles sprengen, aber was wird aus ihm? Was machen wir mit einem zweiten Jack? Ganz einfach. Lassen Sie mich einfach hier. Ich gehöre hierhin. Vergessen Sie. Jack, er ist in seiner Vergangenheit gefangen. Sie müssen sich von ihrer lösen. Er will die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Er muss sterben. Er ist verrückt und wird diese Anlage nie in Betrieb nehmen. Sie müssen endlich loslassen. Ihre Vergangenheit muss nicht die Kontrolle über Sie haben. Scheiße! Verschwinden Sie von hier. Los! Er ist es nicht wert, dass man ihm nachjagt. Nichts hier ist das wert. Sie haben das Richtige getan, Jack. Mag sein. Dieser Raum war meine gesamte Kindheit. Geben Sie mir eine Minute, um mich umzusehen. Nur zu. Nichts hat sich verändert. Und doch ist alles völlig anders. Neun zum Vorbild sehen. Wahnsinn. Ich habe alles Mögliche mit diesem Tisch gemacht. Er war mein bester Freund. Ich bin drunter gekrochen, um zu weinen. Wie erbärmlich. Manchmal träume ich, dass ich wieder in diesem Bett liege und gefoltert werde. Ich habe die Laken um meine Handgelenke gebunden und versucht, sie abzureißen. Ich will nicht mehr hierher zurück. Verstehe. Ich dachte, der Raum da draußen sei der Rest der Welt. Ich habe dagegen geschlagen und geschrien. Hat aber nie was geholfen. Interessant. Nicht besonders. Sehen Sie die Spuren an der Wand da? Dort habe ich meinen ersten Mann getötet. Eine der Wachen wollte mich aufhalten. Stattdessen habe ich ihn aufgehalten. Okay, Schluss mit den Erinnerungen. Sprengen wir den Laden in die Hölle. Dead.
fucking boom. Wappmunition, wandelt absorbierte biotische Energie und erhöhte Schaden gegen Gesundheit, Panzerung und biotische Barrieren um. Neues Outfits wurde freigeschaltet, sowie eine neue Verbesserung des biotischen Schaden. Unsere Credits und das Element Zero, naja, ihr wisst schon, die höchste Ressource, die es jemals gibt. Würden Sie bitte eingreifen, bevor die beiden das Schiff zerlegen? Ich kümmere mich darum. Machen Sie ein paar Fotos. Wenn Sie mich anfassen, verteile ich Sie auf der Bandschlampe. Es reicht. Schluss jetzt, alle beide. Der Cheerleader gibt nicht zu, dass Cerberus Experimente an mir falsch waren. Das war nicht Cerberus, nicht wirklich. Aber das mit Ihnen war ganz klar ein Fehler. Lecken Sie mich! Sie haben doch keine Ahnung, was Sie mit mir gemacht haben. Vielleicht soll ich es Ihnen mal zeigen. Als Sie zugestimmt haben, für mich zu arbeiten, sind Sie damit auch Teil einer Cerberus-Mission geworden. Die sind alle beide Arschlöcher. Ich soll für Sie kämpfen? Also schön. Wenn Sie mehr wollen, machen Sie es selber. Danke. Tut mir leid. Hoffentlich macht sie uns nicht mehr Ärger, als sie wert ist. Ja, das nennt dich mal gute Vorwände. Ich musste das mal machen, weil keine Entscheidung für sie. Das ist ja so wichtig an Jack. Ey, das war krass. Ah, Ground will mit uns reden. Das ist doch mal was Interessantes. Jetzt will Ground mit uns reden und... Naja, wir müssen erstmal mit dem Morden machen. Weil Ground hat, oh, jetzt wieder eine Loyalitätsmission. Weil das war jetzt wichtig. Und wir haben jetzt vier Gruppen. Und da setze ich jetzt mal Kampfmeisterschaft ein. Weil da erhöht sich unsere Gesundheit auf 30 oder auf 40, wenn wir den Sturmpionier nehmen. Ihr Durchschnittsüberlebensstring können sich sehr gut konzentrieren, Waffenschaden und Sturmlaufgeschwindigkeit werden weiter erhöht und sie erhalten einen Bonus auf die Dauer ihrer Kräfte. Das geht sogar für Vorbild plus 100%. Da kriegen wir mehr als sonst. Das machen wir auch. Jetzt sind wir ein Sturmpionier und unser nächstes Ziel ist dann nämlich den Adrenalinstoß. Da tun wir dann den verstärkten Adrenalinstoß und da machen wir mit der Kyromunition, also die Gruppen-Kyro-Munition machen wir dann. Wenn ich noch Zeit habe für die Erfahrung, werde ich das sicherlich umgehen. Aber als erstes zu speichern. Und dann... So. Und dann gehen wir wieder hoch. Ich glaube, ich rede mal vielleicht mal mit mir hin, mal sehen, was denn mit mir... sagen hat. Tut mir leid, dass ich das jetzt mal sagen muss, aber mal sehen, was jetzt sagen. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Natürlich. Ich hätte sowieso auch das Gespräch gesucht. Verzeihung. Ich wollte mich entschuldigen. Ich dachte, Sie seien der Aufgabe nicht wirklich gewachsen. Ich habe mich wohl geirrt. Ehrlich gesagt, nach dem, was ich bisher gesehen habe, hätte Cerberus Sie schon viel früher rekrutieren sollen. Ich wünschte, Ihre Leute hätten mir ein Angebot gemacht. Ich habe die Unterlagen Ihrer Jagd auf Saren studiert. Ich weiß, welche Entscheidungen Sie treffen mussten. Sie würden gut zu uns passen.
Und wir können von Glück sagen, dass wir sie haben. Viele schließen sich aus reiner Xenophobie an. Wir brauchen mehr Leute, die aus den richtigen Gründen hier sind. Was wollte Cerberus durch Experimente an Kindern wie Jack beweisen? Es war ein Fehler, keine Frage. Aber nicht meiner. Und außerdem wurde er korrigiert, sobald wir das Ausmaß der Experimente erkannt hatten. Bei Ihrer Intelligenz könnten Sie jeden Job kriegen, den Sie haben wollen. Warum sind Sie hier? Weil ich Morden noch immer um seine Zeit bei der Special Task Group beneide. Um die Zusammenarbeit mit den Leuten seines Kalibers. Cerberus sagt mir nie, dass etwas unmöglich ist. Sie geben mir die Ressourcen und sagen, machen Sie. Und Ihnen hat man sogar noch mehr gegeben. Ein neues Leben, ein neues Schiff. Die persönliche Aufmerksamkeit des Unbekannten. Sind Sie damit nicht einverstanden? Doch, ich bin nur beeindruckt. Sie sind... Nun, sehen Sie sich doch mal an. Das Kind eines Raumfahrers, Schule an Bord. Keine gute Basis für Stabilität. Und doch haben Sie mehr geleistet als ich. Obwohl mein Vater alles getan hat, um mich perfekt zu machen, sind Sie das Beste, was die Menschheit zu bieten hat. Sie erwähnen immer wieder Ihre genetische Ausgestaltung. Es stört Sie sehr, nicht wahr? So bin ich nun mal, Shepard. Ich kann es nicht verstecken. Intelligenz, Aussehen, sogar die Biotik. Er hat das alles gekauft. Ihre Verdienste basieren alle auf Ihren Fähigkeiten. Ich hingegen kann nur für meine Fehler die Verantwortung übernehmen. Darf ich Ihren Körper oder Ihren Verstand nicht bewundern? Ihr Vater mag Ihnen das ja alles geschenkt haben, aber Sie können stolz darauf sein, was Sie daraus gemacht haben. Oh, vielen Dank. Und vielleicht bin ich der Bewunderung meines Körpers gar nicht abgeneigt. Ach was, werden Sie nicht. Ich denke, ich könnte damit leben. Es ist nur fair. Immerhin konnten Sie mich 2 Jahre lang ansehen. Und ich hatte weniger an als Sie. Shepard, warten Sie. Ich muss darüber nachdenken. Angst, Miss Lawson? Vorsichtig, Commander Shepard. Aber interessiert. Sehr interessiert. Jetzt muss ich wieder arbeiten und nachdenken. Wir reden später. Oh, das ist so geil. Oh, ich musste echt lachen, ey. Oh, das ist Hammer. Oh, das ist geil. Oh, das ist, nee. Oh, ich bin erstmal so voller Staunen, ey. Geil. Ja, ihr habt's gerade gemerkt, ey. Ich war wirklich erstmal hin und weg, ey. Wo ich das gemacht habe, ey. Wo ich das jetzt gesagt habe, ey. Das ist so Hammer. Ja, ich hab's doch gesagt. Naja, in diesem Spiel ist doch was enthalten. Ich sag mal, ich bin irgendwie jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, ich höre jetzt hier auf, ey. Oh, mein Gott. Oh, ey, ich hab schon hier Herzrasen, ey. Das ist auch Hammer. Jetzt ist irgendwie... nee. Also bis dahin und tschüss, Leute.